Hallo und herzlich willkommen zu Geld krisensicher anlegen. Heute kommt hier Dr. Markus Krall zu Wort und zwar zu dem Thema Gold, Euro und Finanzkrise. Wer ist Dr. Markus Krall? Google am besten selbst dazu, nur ganz kurz. Er ist Volkswirt, Berater und Manager in der Finanzwirtschaft, langjährig und auch ein sehr, sehr gefragter Vortragsredner zu diesen Themen. Also, sei gespannt, schau dir das in aller Ruhe an und bilde dir deine Meinung. Wenn du Fragen zu dem Ganzen hast, nimm gerne zu mir Kontakt auf, ruf mich an. Ja, und wenn du sagst, das Ganze ist gut, es gefällt dir, schreib es gerne in den Kommentar, gib mir einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. Klicke auf die Glocke, damit du auch in Zukunft über alle neuen Videos informiert wirst. Wenn es Themen gibt, die dich interessieren, die du gerne hier siehst, dann schreib es mir auch oder schreib es in den Kommentar. Die Deutschen sind ein besonders sicherheitsliebendes Volk. Und deswegen ist die deutsche Versicherungsindustrie auch so groß, wie sie ist. Und Gold ist eine extrem wichtige Versicherung, insbesondere eine Rückversicherung gegen das Unbekannte, gegen das Ungewisse, gegen eine schwierige und möglicherweise nicht gut einzuschätzende Zukunft. Die Deutschen haben erstaunliche 9.000 Tonnen Gold, die sie ihr eigen nennen, und zwar über die 3.200 Tonnen hinaus, die die Bundesbank auch noch ihr eigen nennt. Also sind die Deutschen eigentlich mit insgesamt über 12.000 Tonnen Gold ein durchaus goldaffines Völkchen. Und diese Affinität, die hat einfach was damit zu tun, dass die Deutschen ein gewisses Grundmisstrauen hegen gegen die Stabilität des Geldsystems und sich dagegen rückversichern wollen. Und natürlich damit auch rückversichern wollen gegen Finanzmarktkrisen, Finanzkrisen und im Grunde genommen schwarze Schwäne. Also Gold ist eigentlich die beste Rückversicherung gegen schwarze Schwäne, das Unbekannte, Unbekannte. Also natürlich hat JP Morgan ganz genau verstanden, dass nur Gold Geld ist und alles andere Kredit ist, weil alles andere eben über Schuldverhältnisse begründet werden muss. Nur Gold muss nicht über Schuldverhältnisse begründet werden als Geld und als Geldfunktionalität. Und insofern ist der Satz, den JP Morgan vor ja weit über 100 Jahren ausgesprochen hat, heute so wahr und so aktuell, wie er immer gewesen ist. JP Morgan hatte Ende des 19. Jahrhunderts durchaus schon einen Blick auf eine lange historische Reihe von gescheiterten Geldexperimenten mit Papier. Und aus dieser damals schon vorhandenen Empirie heraus konnte er diese Aussage treffen. Roland Bader hat es mal noch etwas vielleicht aggressiver oder provozierender formuliert, als er sagte, dass der mittelalterliche Glaube, aus Blei Gold machen zu können, nachgerade der Ausdruck rationalster Vernunft sei im Vergleich zu dem modernen Glauben, dass man aus Papier Geld machen könnte. Persönlich muss ich sagen, ich schätze Warren Buffett als einen der fähigsten Investoren, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Und sein Track Record spricht ja für sich. Insofern braucht es keine Lobhudeleien meiner Seite, um ihm da irgendwie sozusagen zu bescheinigen, dass er gute Entscheidungen trifft. Die hat er nicht erst getroffen, seit er jetzt sich für das Gold entschieden hat. Wobei natürlich aus unserer Sicht die Entscheidung für das Gold gerade auch in der aktuellen Situation logisch und zwingend und konsequent ist. Vor allen Dingen, da es ja auch damit verknüpft hat, seine Exposures im Finanzmarkt, insbesondere bei Banken, stark zu reduzieren. Und Warren Buffett wäre nicht Warren Buffett, wenn er die Dinge, die er strategisch anpackt, nicht auch gleich gründlich anpackt. Ich glaube aber nicht, dass das sozusagen den Bullenmarkt im Gold begründet hat. Den haben wir doch schon. Wir haben einen Trend des Goldes steil nach oben seit Jahresbeginn. Warum haben wir den? Weil Gold vor allen Dingen und nicht nur in Deutschland als Rückversicherung gegen die Inflation angesehen wird. Und die Politik der Zentralbanken, Geld in praktisch unbegrenzter Menge zu drucken, um damit die Probleme der Welt zu lösen, die wird von den meisten Investoren und eben auch wohl anscheinend von Warren Buffett mit Misstrauen beäugt. Nämlich mit dem Misstrauen, dass man davon ausgeht, dass die Zentralbanken entgegen ihren Beteuerungen diese Sache nicht im Griff haben werden. Der Kauf von Gold und Goldminen und allem, was daran hängt, ist im Grunde genommen ein Misstrauensvotum gegen die Geldpolitik. Und dieses Misstrauensvotum wird nicht enden, solange die Geldpolitik sich nicht ändert. Also natürlich ist ja schon ein paar Mal in den letzten Monaten krisenhafte Erscheinungen am Goldmarkt mit einer extrem explodierenden Nachfrage bei gleichzeitig hier in Europa kollabierendem Angebot durch den Kollaps der Logistik im Zuge der Maßnahmen gegen die Corona-Situation. Und insofern ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Also wir hatten das in Deutschland, wir werden das in Deutschland auch in den nächsten Monaten
und in Europa insgesamt immer wieder sehen, dass es einen Run aufs Gold gibt. Da bin ich sehr überzeugt davon, das kommt in Wellen, das kommt in krisenhaften Wellen. Wir haben mittlerweile ein globales Phänomen. Dieses globale Phänomen hat auch eine Ursache, nämlich dass alle großen Fiat-Währungen, der Euro, der Dollar, der Renminbi, der Yen, also im Wesentlichen alle großen Währungsräume mit Ausnahme des Rubel, die gleiche inflationäre Politik machen, in der Annahme, dass diese inflationäre Politik nicht zur Inflation führt. Und die Menschen in immer mehr Ländern erkennen natürlich, dass das nicht gut gehen kann. Wir haben allerdings ein Novum in der Währungsgeschichte. Dieses Novum in der Währungsgeschichte ist, dass wir früher, wenn es zu Hyperinflationen kam, wie beispielsweise in Deutschland 1923, in Zimbabwe Anfang des Jahrtausends oder in Venezuela oder in Argentinien mehrfach schon, dass dieses isolierte Ereignisse waren. Diese isolierten Ereignisse beruhten darauf, dass ein Land einer gewissen Größe, aber nicht ein Land, das die Weltwirtschaft dominiert hätte, die falsche Geldpolitik betrieben hat und geglaubt hat, dass man die Knappheit der Güter dadurch abschaffen könnte, dass man die Knappheit des Geldes abschafft. Und diese isolierten Ereignisse haben dann dazu geführt, dass sie dort auch so stattfanden, dass die Menschen unterschiedliche Ausweichmöglichkeiten hatten. Sie konnten ins Gold ausweichen, sie konnten aber auch in andere Währungen ausweichen. Beispielsweise sind die Menschen in Deutschland 1923 eben in den Dollar ausgewichen. Der Wechselkurs des US-Dollar zur Reichsmark am Ende der Inflation 1923 betrug 4,2 Trillionen Reichsmark pro Dollar. Das heißt also, man konnte früher ausweichen auf eine Fremdwährung, die solider gemanagt war. Der Dollar hatte ja immer noch das ganze Gold hinten dran. Heute ist es so, dass wir ein globales Phänomen haben, dass praktisch alle großen Währungsräume diesem Muster folgen. Das führt dazu, dass es einerseits ein bisschen länger dauert, bis es knallt, weil der Wechselkurs als Importmechanismus importierter Inflation zunächst mal ausfällt. Und das wiegt die Menschen in einer etwas größeren Sicherheit, aber die gekaufte Zeit dieses Phänomens wird sehr kurz sein. Allerhöchstens ein oder zwei Quartale, würde ich mal schätzen. Und das zweite Ergebnis dessen wird allerdings sein, dass wir vor einer globalen Krise des Geldes stehen. Und diese globale Krise des Geldes wird alles in den Schatten stellen, was die Wirtschaft und die Menschheit ökonomisch je erlebt hat.